Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das Zunehmen beim tunesischen Grundmuster. Die erste Masche wie gewohnt arbeiten und wir gehen nun mal davon aus, dass am rechten Rand zugenommen werden muss. Dafür sticht man eine Reihe tiefer in diese Schlinge ein und holt den Faden durch. Das ist schon alles. Beim Zurückhäkeln muss diese Schlinge dann eben zusätzlich mit abgehäkelt werden und schon hat man eine Masche mehr in Arbeit. Hier eben zusätzlich mit abhäkeln. Dann wieder die erste Masche arbeiten wie gewohnt, dann in diese Schlinge einstechen und zusätzlich die Schlinge durchholen und aus der folgenden Masche ebenfalls wie gewohnt den Faden durchholen. Nun befinden sich schon zwei zugenommene Maschen in Arbeit und in diesem Rhythmus kann man dann hier entweder stets über der gleichen Stelle oder auch innerhalb der Masche der Arbeit die Maschen zunehmen. Man sieht jetzt also, das gibt eine schöne Kante. Die Zunahmen fügen sich schön ins Muster mit ein. Muss nun innerhalb der Arbeit zugenommen werden, geht das nicht anders. Also man holt zuerst aus der Masche die Schlinge und sticht dann in die tiefer liegende Schlinge nach hinten durch und holt sich den Faden auf die Nadel. Und hier ist nun die zugenommene Masche. Auch hier in der Mitte der Arbeit fügt sich diese zugenommene Masche schön in das Muster mit ein. Ich wünsche euch viel Spaß damit.